Leute. Das war Leute. Und zwar, Leute, okay, das Intro ging diesmal schnell, aber ihr wisst, ich bin gerade nicht zu Hause. Ihr seht das wahrscheinlich, aber ich habe diesmal Hanzo mitgenommen. Hanzo kann jetzt einfach mal hier in der Ecke chillen oder in mir. Das hat sich zwar deutlich angehört, aber ich möchte mal kurz, bevor das Video anfängt, nochmal sagen, ich habe auf jeden Fall jetzt einen zweiten Kanal. Es ist zu 100% bestätigt, ich habe einen zweiten Kanal, wo ich auch schon ein Video hochgeladen habe. Hier ein kurzer Einblick. Ey, das ist ein Hund. Das ist einfach ein Hund, Digga. Boah! Ja, Mann. Der ist echt schön, muss man sagen. Okay. Ey, die Frau ist echt hübsch, Alter. Also von hinten. Und zwar habe ich jetzt, einen Gaming-Kanal für die Leute, die es nicht wissen. Einfach in der Videobeschreibung dieser Gaming-Kanal. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr schon vorbeischaut. Da sind schon über 15.000 Menschen, deswegen, ich liebe euch. Ich habe da nicht mal ein Video hochgeladen, ich hatte schon 14.000 Abonnenten, ihr seid krank. Ich rede so schnell, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das Video kurz sein wird. Guck mal, mein Intro ging 2 Sekunden. Ihr könnt euch noch dran erinnern, mein Bruder hat mich schon mal geprankt. Hab mich schon mal gehackt, war ich schon mal gehackt. Wallah, wieder auf Instagram, ich gucke, da kommt auf einmal, da steht auf einmal hackt. Ich hab's geändert, wallah, wieder schon mal gehackt. Ah, was da warst du? Mir ist gerade eingefallen. Wo, bei YouTube? Ja, das war keine schöne Zeit für mich. Auf jeden Fall habe ich geschworen. Ich hab geschworen. Ich werde ihn zurückprankt. Und das ist heute passiert. Leider nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Aber ich habe ihn geprankt. Und das ist das Gute, sagen wir mal so. Es ist noch lange nicht vorbei. Ich denke mal, mein Bruder wird mich zurückprankt. Es ist jetzt immer so ein Hin und Her. Und zwar habe ich mit dieser Kamera ihn geprankt. Ich habe es hier. Ja, ich drehe immer noch an der gleichen Stelle, wo ich ihn geprankt habe. Ich habe die Kamera da hinten aufgestellt. Ihr müsst wissen, mein Bruder hat jetzt einen neuen Fernseher. Ich glaube, der wurde von über 1.000 Euro ein bisschen runtergemacht. Das Ding ist, er hat diesen Fernseher extra gekauft. Erstens, damit er seinen alten los wird. Und zweitens, damit mein Opa den alten, den er hatte, geschenkt bekommt. Jetzt hat mein Opa den und deswegen ist dieser Fernseher das einzige, was er gerade hat. Und wenn er irgendwie den verliert oder wenn er den kaputt macht, ist alles vorbei. Ich habe mir halt überlegt, das hatte ich mir vor Monaten überlegt, aber jetzt passt es gerade perfekt, da dieser Fernseher neu ist und da er keinen anderen Fernseher hat. Ich werde ihn pranken, indem ich so tue, als ob dieser Fernseher kaputt gegangen ist. Ich habe mit der PlayStation so eingestellt, dass der Bildschirm aussieht, als würde da irgendwie so ein riesen Riss drin sein. Ich habe es gemacht und oh mein Gott, ich würde jetzt einfach mal sagen, viel Spaß bei der Reaktion. Meine Schwester hat mir dabei geholfen. Deswegen Grüße gehen nochmal raus an Sisterhaft. Ich küsse dein Ohrläppchen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Türe wird sie so zusammenschlagen, Misty. Ich werde jetzt gefickt. Alter. Ich hatte so ein Herzpumpen. Ich dachte mir, der kommt jede Sekunde rein und mich. Ja, er mich. Ich zensiere das, aber ich sag trotzdem, er mich. Wer hat gestern noch diesen Fernseher gekauft, der Arme? Mein Bruder war innerhalb von 2 Sekunden hier. Ich schwöre, er war direkt hier wie Superman. Ich schwöre, ich konnte mich nicht mehr bereit machen, so schnell war er hier. Weil er ganz genau weiß, wenn Muss die Scheiße gebaut hat, ist es große Scheiße. Keine Schiene. Was ist das? Frag ihn! Seit einer Stunde versucht er das irgendwie zu machen. Was ist das? Wie hast du das gemacht? Hier habe ich verkackt. Ich weiß, ich habe verkackt. Und zwar bei dieser Szene hat mein Bruder mich gefragt, wie hast du das gemacht? Und ich daraufhin habe gesagt, ich bin drangekommen, ich wollte halt die Mieter wieder haben. Du bist drangekommen. Okay. Wohin? Der King. Ich wollte HDMI-Kabel von hinten irgendwas machen und bin mit meinem Knie dran gestoßen. Ach du Scheiße, ich bin so behindert. Warum bin ich da drauf gekommen in dieser Stelle? Ich höre mein Herz gerade. Warte mal, wie ich dachte. Ihr müsst wissen über meinen Bruder. Der Typ ist jemand, der beim Nachdenken oder allgemein bei Aggression herumgeht. Das mache ich auch. Und das hat er gemacht und ist genau auf die Kamera zugelaufen. Junge, lauf doch irgendwo anders hin. Warum läufst du auf die Kamera zu? Es ist auf gar keinen Fall vorbei. Und ich und Hanzo werden weitermachen. Ich und Hanzo werden immer besser und werden meinen Bruder irgendwann so hart pranken, dass er seinen Fernseher verkaufen geht. Bam! Das war's auch schon mit dem Video. Ich weiß, es ist ein ganz kurzes Video, aber Leute, ihr müsst wissen, ich lade zurzeit jeden dritten Tag ein Video hoch. Bedeutet, ich versuche aktiver zu sein und da geht's nicht so leicht, dass man einfach so ein 13, 14 Minuten Video macht. Das war's mit dem Video. Schaut nochmal unten in der Videobeschreibung für meinen neuen Kanal vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Abonnieren nicht vergessen. Oh mein Mustifizierter. Alles klar. Abonnieren nicht vergessen. Oh mein Mustifizierter zu sein. Oh! Ciao. Ask me if I do this every day, I say often. Ask how many times you rode the wave, not so often. Bitches down and do it every day, way too often. Baby, I can make that pussy red.